Wir haben das Projekt Velowerft von Bonn im Wandel e.V. Damals gestartet, um mehr Lastenräder nach Bonn zu bekommen. Und da hat es eigentlich sehr schön in unser Konzept gepasst, dass es einen Fördertopf gab, kurze Wege zum Klimaschutz. Der eine hat gesagt, ich will in der Gesellschaft was ändern, das Ministerium, ich gebe Geld. Wir haben die Idee gehabt, wir suchen Nachbarschaften, Initiativen, bauen pro Gruppe ein Rad, holen dazu auch die Leute, die wissen, wie man das macht. Und dann klappt das schon. Es gibt 8 Gruppen insgesamt, die sich die Räder bauen, die halt diese Lastenräder brauchen, um Autos zu ersetzen damit oder sich das Gefährt teilen, um schwere Lasten damit zu transportieren. Wenn man entsprechende Reifen aufbaut, macht das überhaupt kein Problem, so ein Fahrrad mit 300, 400 Kilo zu belasten. Ne? Wir haben den ganzen Sommer gutes Wetter gehabt, wir konnten voll viel draußen arbeiten. Die Profis, die mitmachen, sind super nett, sie klären uns viel, haben uns qualifiziert. Das Öl kommt auf den Scheiß. Nutzer sollen halt kennenlernen, wie man eine Schaltung einstellt, wie man vielleicht auch mal eine Speiche einzieht, die gebrochen ist, um eben nicht dann immer auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, sondern innerhalb der Projektgruppen die Fahrräder betreiben zu können. Wir haben dieses Velowerftrad speziell eben auch unter Creative Commons Lizenz gemacht. Jeder kann im Prinzip die Pläne haben, kann sich die Platten fräsen lassen, kann es nachbauen, kann es verändern. Das ist okay. Ja. Also ich glaube grundsätzlich, dass Lastenräder ein sehr großes Potenzial haben, unseren Verkehr und unsere Mobilität und städtische Infrastruktur zum Guten zu verbessern oder vielleicht sogar zu revolutionieren. Und da haben wir mit den Velowerfträdern, glaube ich, schon ein gutes Signal gezeigt, was zukunftsweisend ist. Vielleicht. Wir werden sehen. Ich hoffe es.